Eine Frage an eine U-Bahn-Fahrerin. Was passiert eigentlich, wenn du während der Fahrt bewusstlos wirst? Dann bremst sich der Zug von selber ein, weil wir einen sogenannten Totmann-Knopf haben. Der ist hier an unserem Einschalthebel. Damit gebe ich quasi Gas. Ich gebe dem Zug die ganze Zeit das Zeichen, hey, ich lebe noch. Jetzt fahre ich los und dann lasse ich mal den Totmann los. Dann gibt es so ein Geräusch. Habt ihr dieses gehört? Das war jetzt eine sogenannte Zwangsbremse. Das heißt, der Zug bremst sich automatisch ein.